Hallo und herzlich willkommen bei Mehr Perma als Kultur. Jetzt bin ich nun gerade in La Cabana. Ich sitze vor La Cabana. Das ist ein regionaler Begriff. Und wir sind hier in einem neuen Projekt, was Biopflanzen für ja, von private Haushalte zieht und züchtet in einem schönen großen Gewächshaus. Hatte da auch schon mal ein paar Bilder gepostet. Ist eine tolle Idee. So, nun ist die Gegend hier ja alles andere als Permakultur. Das ist alles Agriculture, also Agrikultur. Und wirklich, selbst die Nachbarn, das sind alles größere Grundstücke, die sind tagsüber auf Arbeit. Und am Wochenende geht es ja richtig zur Sache. Werden nicht die Rasenmäher rausgeholt wie in Deutschland, hier werden die Traktoren rausgeholt und werden die eigenen Felder bestellt. Also jeder macht ja ein bisschen Selbstversorgung. Ein bisschen wohlgemerkt. Wenn es komplett machen würde, dann wäre er wahrscheinlich nicht auf Arbeit. Und es wird hier eigentlich alles abgeschnitten an Bäumen, was höher ist als 2,5 Meter, um an die Früchte ranzukommen. Also mal einen Baum zu finden, der größer ist. Hier ist mal, wo ich gerade hingucke, ist hier eine kleine Tanne. Die hat vielleicht ihre 4,5 Meter. Und da ist noch ein bisschen größerer Laubbaum. Das war's. Sonst weit und breit kein Wald. Nur Kulturflächen. Alles gerodet und alles clean. Total clean. Wir haben jetzt sagen wir Ende März. Hier blüht alles. Jetzt alles 4 Wochen, 5 Wochen vor Deutschland. Alle Obstbäume blühen. Vor 2 Wochen, als wir angekommen sind, haben die Mandelbäume geblüht und es gibt keine Bienen. Deswegen wollte ich das Video jetzt mal nennen: Das Schweigen der Bienen. Also der Löwenzahn, die Wiese ist total satt gelb. Wir haben hier Gänseblümchen, viele andere Blüten und Blumen und alle Obstbäume blühen. Die stehen in voller Pracht und du gehst hier durch und es ist nichts da, also kein Summen von irgendeiner Biene zu hören. Das ist irgendwie total erschreckend, das habe ich so noch nie erlebt. Aber es ist auch logisch, wo soll es herkommen? Im Osten Deutschlands haben wir ja nun das Glück, sage ich mal, oder Pech, kommt dran, wie man das nimmt, das Glück, dass viele alte, ja, Gehöfte, Bauernhöfe noch leer stehen und da gerade alte Scheunen oder alte Bausubstanz da ist. Was unsaniert ist oder mit Lehmwänden, wo sich halt, wie bei uns im Garten, so eine Lehmwände, wo sich ganz viele Erdbienen und Schlupfwespen und so alles Mögliche an Insekten einnisten kann. Und hier ist nichts. Das ist wirklich, jedes Haus ist hier saniert. Alles ist sauber gehalten. Die Hecken sind alle ganz gerade geschnitten. Die Wiesen, gut, die werden gemäht. Vielleicht nicht so oft, zumindest hier jetzt bei uns steht es gerade schon ziemlich hoch. Und wir haben natürlich, wie gesagt, ein riesen Blütenmeer an den Löwenzahn. Wir können auch ganz viel Wildgrün essen. Es gibt hier Löwenzahn, es gibt hier Wegerich. Auch interessant, wird ja was gegessen. Haben wir gestern ins Risotto reingemacht, eine Pflanze. Das ist bei uns eine Rankepflanze in Deutschland. Habe ich bisher noch nicht gegessen, wusste ich nicht. Die wächst bei mir auch ziemlich hoch. Schmeckt gar nicht so schlecht. Also, aber wenn sie gekocht ist, ich finde, das ist ein bisschen bitter. Ich habe jetzt den Namen nicht im Kopf. In Deutsch muss man noch rausfinden. Die machen das halt hier ins Risotto rein. Allerdings das Wildgrün, die Vogelmiere und sowas essen sie eigentlich nicht. Jetzt haben wir das hier ein bisschen eingeführt und haben jeden Tag einen Wildgrünsalat gemacht mit Löwenzahn, mit Vogelmiere, Fünffingerkraut, Spitzwegerich. Ja. Aber wie gesagt, was mich jetzt total, total erschreckt hat, ich bin heute früh hier eine Runde übers Grundstück gegangen und habe, also ich sitze hier, damit das Licht besser ist in der Sonne, deswegen ist es für mich ein bisschen schwer zu gucken in die Kamera, aber es ist trotzdem, ich denke mal, das ist das Beste fürs Bild. Ja, also ich bin hier übers Grundstück gegangen und ich war irgendwie total erschrocken. Diese Stille, ne? Das Silence. Also das Schweigen der Bienen, das ist irgendwie total krass, weil es sind keine da. Und hier ist halt nichts, kein Rückzugsgebiet, kein toter Baum. Hier bleibt kein Baum tot stehen oder sowas. Der wird dann sofort abgesägt und wird verfeuert. Und selbst in den Holzstapeln, sag ich mal, die sind alle so sauber, dass alles so sauber geschnitten ist. Das ist ja gar kein Totholz. Das ist im Grunde frisches Holz geschnitten, wird da zum Trocknen gelagert. Aber es gibt keine Bienen hier. Also keine Biene, die ich bis jetzt gesehen habe. Und es ist ein Blütenmeer da. Und ich frage mich, wie die Ernte hier so richtig gut ausfallen soll, wenn nur durch den Wind bestäubt wird. Also, das ist total erschreckend. Ich hatte schon, bevor wir hier sind, auf Google Maps und Google Earth geschaut gehabt, wie die Gegend aussieht. Das ist ja alles flach. Und wie gesagt, kein Wald, weit und breit. Wir waren auch in Venedig drin, hatten dann einen Besuch gemacht.
Ja, ist ein großes Freilichtmuseum, sage ich jetzt mal, mit alten Bauten. War mal sehr eine reiche Stadt, das sieht man. Das einzige Grüne, was man in Venedig sieht, das sind die Algen, die unten an den Häusern dran kleben. Ansonsten, es gibt dort keinen Baum, keinen Strauch, keine Hecke. Alles zugebaut, betoniert, gepflastert. Nur im Museumsgarten sind ein paar Pflänzchen. Aber der Garten ist, ist nicht größer als ein Hinterhof im normalen Wohnhaus in der Stadt, dieser Museumsgarten. Und ansonsten nichts. Überhaupt kein Baum. Ich habe weit und breit auf den größten Plätzen keinen Baum gesehen. Auch nicht einmal ein Kübel. Laut. Auch nicht einmal ein Kübel mit einer Pflanze. Das ist irgendwie schon ein bisschen beklemmend. So, und Alberto, der das Ganze jetzt hier betreibt, und das ist halt seine Idee, die Nachhaltigkeit und so weiter. Und er ist interessiert an Permakultur. Aber dadurch, dass es auch wirtschaftlich ausgelegt ist, es hat ja einen Haufen Geld gekostet, das Gewächshaus zu bauen. Es hat viel Geld gekostet, erstmal ja, das ganze Equipment zu besorgen für die Pflänzchen und für die Zertifizierung. Er hat eine Biozertifizierung, seit ein paar Tagen ist die da. Das ist auch ein Schweinegeld, was da drin steckt. Und muss natürlich auch irgendwie, soll da was zurückkommen, ne? Viele Sachen, Energieausgleich, ich sag mal, ist halt wirtschaftlich gedacht. Wenn du halt wirtschaftlich denkst, dann fehlt jetzt auch ein bisschen die Zeit. Weil die Pflanzen wachsen nun mal, die müssen jeden Tag betreut werden, müssen umgepflanzt werden. In dem Gewächshaus wachsen die sowieso ziemlich schnell. Außerdem ist hier ja voller Frühling. Das ist alles, ja, es ist voll am Wachsen. Und jetzt was anzulegen, irgendwelche ja, Refugis, Rückzugsgebiete für Insekten, für kleine Tiere, das ist, ja, braucht auch ein bisschen Zeit. Und vor allen Dingen Umdenken. Also wie gesagt, hier die Nachbarn und sowas, es ist alles sauber. Auch wenn die Dachs nicht da sind. Aber die machen immer was im Garten und halten halt alles sauber. Alles schön clean. Hier gibt es Riesenfelder hinterm Grundstück. Die werden natürlich auch bewirtschaftet. Was ist Riesenfelder? Bei weitem nicht so groß wie im Osten Deutschlands. Aber die werden halt alle bewirtschaftet und dazwischen ist keine Hecke. Keine Baumreihe. Maximal mal ein Graben hier, weil hier viel entwässert wird. Das ist ja das Venetien ist eigentlich, war es wahrscheinlich alles mal Sumpfland. Wurde schon vor Jahrhunderten mit ganz vielen Gräben und Kanäle durchzogen. Ja, und deswegen, also, wenn die jetzt die Gräben zuwachsen lassen würden, dass dort wenigstens Rückzugsgebiete wären. Aber es gibt hier keine Biotope, nirgends. Es gibt nur Straßen, Agrikultur. Betonung liegt auf Kultur. Ja, und Häuser. Ja, das ist ein ganzes Stück Arbeit, die ganze Sache wieder zu renaturieren. Das habe ich so. Der Miezekatze. Das habe ich so überhaupt noch nicht erlebt. Aber ja gut, ich kenne natürlich diese riesen Agrarflächen im Osten Deutschlands und ich fahre da vorbei und das ist auch mal beklemmend. Aber wenigstens am Rande von denen oder in den Dörfern, wo verlassene Grundstücke sind, da haben sich kleine Biotope gebildet. Ja. Und da sieht man, da hat sich die Natur wieder immer wieder weiter ein Stück zurückerobert. Aber hier wird nichts dem Zufall überlassen. Ich habe auch hier noch kein zerfallenes Haus gesehen oder so, wo sich da irgendwo was einnisten könnte. Ach ja, und irgendwo ein Haufen, ein Laubhaufen oder einfach eine Spittelecke, ne? Ein Haufen mit Laub, mit Geäst und Niederholz und sowas. Das ist, ja, habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Es wird einfach nicht liegen gelassen. Und das Umdenken muss halt, oder was ist muss. Das sollte halt stattfinden und es ist halt nicht so einfach, das zu erklären oder überhaupt was anzulegen, weil halt dieser wirtschaftliche Gedanke dahinter steht, ne? Es muss ja irgendwie das Geld zurückfließen, was ja investiert wurde und so weiter. Jo, werden wir mal sehen. Hier blicke ich auf den Olivenbaum, der ist auch schon ziemlich alt, aber ist auf bei 2 Meter gehalten, ne? Da steht ja direkt vor mir. Also viel mehr, also vielleicht 2,50. Das habe ich in Sizilien ganz anders gesehen. Da waren riesige Bäume. Allerdings ist in Sizilien das Problem, dass es dort sehr viele Waldbrände gab und gibt. Und das nur in diesen grünen Tälern ist. Alles oben auf den Hügeln ist halt auch total karg und trocken. Ja, und man sieht wieder, dass Bäume sind das Wichtigste. Ne? Und jeder Baum, der gefällt wird, ich habe da vorhin einen sehr interessanten Artikel gelesen. Also jeder Baum, der gefällt wird, der schmerzt eigentlich. Weil, wenn ich jetzt einen Baum fälle, der, was weiß ich, eine Größe von 10 Metern erreicht hat, der wird vielleicht, wenn ich ihn jetzt neu pflanze, bis zum Ende meines Lebens, wenn ich, sage ich mal, vielleicht 70 wäre, hätte der wieder annähernd die Größe, wenn überhaupt. Also eigentlich wächst er in meinem Leben nicht mehr nach.
Jeden Baum, den ich pflanze, und ich pflanze viele Bäume, ich versuche es zumindest überall, wo ich bin, das ist für meine Kinder und für meine Enkel. Ja, und deswegen kann ich eigentlich nur jeden raten, pflanzt Bäume und lasst einfach mal die Natur Natur sein, so wie sie ist. Und auch wenn es nicht schön aussieht, ja, ich sage mal, ja, das sind alles kleine Biotope, Mikroklimas, die entstehen. Ja. Soweit zu mir aus Italien, aus Venetien. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Hat mich gefreut.